zu dir bei Sonne, Regen oder Schnee. Stuttgart-Zerlin, Stuttgart-Zerlin. Ich raste aus, wenn ich dich heute siege. Stuttgart-Zerlin, Stuttgart-Zerlin. Ich steh zu dir bei Sonne, Regen oder Schnee. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier The Lance TV natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat gewonnen. 2:0 am Schluss hier in der Südstadt bei der Admira. Man muss gleich mal eins vorwegnehmen, es war kein berauschender Kick so über die gesamten 90 Minuten. Sehr unaufgeregt das Ganze, wie ich finde. Aber gut, man hat die 2 Tore mehr gemacht eben, wie die Admiraner. Und ja, hat eben den Sieg über die Runden gebracht. Also generell die erste Halbzeit, finde ich, war schon größtenteils relativ ereignislos. Eigentlich von beiden Seiten wenig in der Offensive zu sehen gewesen, bis zur 16. Minute. Dann gab es eine Ecke, glaube ich, war es von Sturm. Auf einmal steht Dominguez beim Abstauber bereit und haut den Ball rein. Soll angeblich, habe ich gehört, Handspiel eventuell gewesen sein. Ja, man hat es schlecht sehen können im Stadion. Auf jeden Fall war das der Führungstreffer für die Blackies. Von der Admira kam offensiv eigentlich wirklich sehr wenig. Also generell nach dem 1:0, ja, würde ich sagen, war doch Sturm ein bisschen bemühter im Ansatz in der Offensive. Es ist aber generell einfach sehr, sehr wenig auf beiden Seiten offensiv gelungen. Also so ein bisschen ja, ein ja, dezentes Hin und Her, würde ich mal sagen, bis zur Halbzeit. Die Admira hatte da, glaube ich, noch keinen Distanzschuss vor der Pause, aber ansonsten gab es jetzt keine wahnsinnig großartigen gefährlichen Möglichkeiten bei den Blackies oder generell bei beiden Mannschaften. Im zweiten Durchgang dann auch das Spiel eigentlich ja, so ein bisschen Larifari, muss man sagen. Eben, die Admira konnte nicht, Sturm hat, wenn man es positiv sehen will, geschickt verwaltet, würde ich mal behaupten. Und hat dann auch nachgelegt. Auch das Tor zum 2:0 war dann doch etwas glücklich. Hierländer mit einem Freistoß indirekt aus seiner Sicht aus halblinker Seite. Und der Ball wurde dann von Kolja Pusch unhaltbar abgefälscht in Minute 56. Und das war dann eben das 2:0. Zu dem Zeitpunkt war die Partie gefühlt eigentlich entschieden. Also man hatte jetzt nie das Gefühl, dass die Admira dann nochmal so richtig Gas geben könnte und dann auch mal wirklich herankommt. Aber auch von den Blackies gab es eigentlich ja, relativ wenig weiterhin in der Offensive, aber man war schon nach dem 2:0 das etwas bemühtere Team, würde ich behaupten, zumindest für eine gewisse Zeit. Also da hatte Husbeck dann eine Möglichkeit aus der Drehung. Ich glaube auch zuvor eine Ecke war es gewesen und der ging dann knapp drüber und von der Admira offensiv sehr, sehr wenig gekommen, auch wenn sie am Schluss Geheimwaffe Pink auch noch in die Schlacht geworfen haben. Aber ja, so ging das Ganze hin und her. Also von Sturm wurde der Sack nicht wirklich zugemacht. Man hat aber mehr Bemühungen in puncto Offensive trotzdem noch gezeigt im Verhältnis, aber eben alles ja, sehr, sehr dezent und von der Admira kam einfach nichts. Da hatte ich persönlich das Gefühl, da fehlt halt einfach die Qualität, um da wirklich was Gefährliches zu erzeugen. So hat man das 2:0 souverän runtergespielt und ja, hat zumindest mal das Mattersburg-Spiel teilweise vergessen gemacht, wobei man, wie gesagt, ohne dass ich das jetzt unnötig schlecht reden will, sagen muss, ja, fußballerisch war es nicht berauschend. Also man hat die 3 Punkte, das war sehr, sehr wichtig. Und ja, man hofft natürlich, dass man da einfach auch anschließen kann dran an dieser Leistung. Also im positiven Sinne, dass da einfach ein bisschen mehr kommt noch in den nächsten Partien und dass man eben auch jetzt gegen die Austria und auch vor allem gegen die Salzburger da nochmal 1, 2, 3 Schippen drauflegt. Denn sonst wird es auf jeden Fall trotzdem schwer. Aber wie gesagt, ich will das Ganze nicht negativ zerreden. Also 2:0, Pflicht erfüllt. Und ja, lassen wir uns da einfach überraschen, was in den nächsten Wochen weiterhin auf uns zukommt. Von dem her, bevor ich das Video beende, schreibt ihr mir natürlich wieder, wie immer, gerne in die Kommentare, was ihr zu der diesmaligen Partie sagt. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei The Lance TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen! Und bis dann. Ciao, ciao.